Hallo und herzlich willkommen endlich mal wieder zu Genshin Impact. Ja, ich habe ja jetzt schon länger kein Video gemacht und die kurze Version, warum nicht, ist, ich hatte keinen Bock. So einfach. Einerseits, weil die momentane Version so langweilig ist. Andererseits, weil ich wirklich viel privat zu tun hatte und einfach nicht dazu kam. Und ich habe mich entschieden, also ihr habt nichts dazu geschrieben, ob ihr gerne Nuvillette oder Alekino hättet. Also als ja, und ich habe mich jetzt entschieden, ich schaue, ob ich Nuvillette hier auf diesem Account bekomme. Das ist ein Opferbogen. Und ja, 5 Sterne haben wir jetzt. Also das hier war jetzt der 80. Pull seit dem letzten 5-Sterne-Charakter. Das war Navia. Und greetings. I am the Chief Justice or Eudex of Fontaine. But you may simply address me by using my surname Nuvillette. Not because I wish to keep my distance from you. No, I am merely conscious that being overly familiar may bring the impartiality of the judiciary into question in some people's eyes. If you have any requests or concerns, then, to the extent permissible by law at least, we can sit down and discuss them together as we partake of some imported water from Chaoyin Village. Well, I'm mostly happy to hear about this. Yeah. Oh. My name is Yanfei, top legal expert in Liyue. And for the avoidance of doubt, no one else comes close. From commercial litigation, to civil mediation, to criminal lawsuits, I'm fully versed in every area of the law, and I guarantee you a swift and satisfactory conclusion to your case. My contact details? Where should I write this down? Paper will just get lost, and it'll only rub off if I write it on the back of your hand, so... Aha! I know! I'll just write it here on the close of this... whatever this thing is that follows you around. Okay. Okay. Wirklich guter Pull, das muss man jetzt schon sagen. Ich meine, Nuvillette und Yanfei. Und, ja, Yanfei hatten wir bisher auf diesem Account nicht. Obwohl sie einer meiner Mains ist auf meinem anderen Account. Da ist sie sogar C6. Und hier kommen wir jetzt erstmal auf C0. Aber ja, eine sehr, sehr rechtliche Folge mit einem Richter und einer Anwältin. Und hey, ich möchte sagen, es ist nicht der beste Pull, den wir je hatten. Also nichts toppt, zweimal Venti in einem Pull zu ziehen. Ja, schon lange her, aber das ist passiert für die Leute, die nicht alle meine Videos kennen. Oder alle meine Genshin-Videos. Könnt ihr aber nachsuchen. Müsst ihr einfach nur nach Venti suchen auf meinem Kanal. Dann dürftet ihr das sofort finden. Ja. Also, ich bin gerade richtig... Ich finde es richtig, richtig geil, muss ich so sagen. Komm. Das hat jetzt so gut geklappt. Wir probieren es direkt, direkt nochmal. Ja. Ach komm schon! Zweimal Shinju. Das ist doch nicht wahr, ey. Ja, komm. Verballern wir den letzten 10er-Pull Urgesteine
für Waffen, das wird nichts, aber ja. Ja, komm. Oh. Mitternachtswalzer. Ah. Erhöht den mit Elementarfähigkeiten verursachten Schaden nach dem Treffen von Gegnern mit Standardangriffen 5 Sekunden lang um 20%. Erhöht den mit Standardangriffen verursachten Schaden nach dem Treffen von Gegnern mit Elementarfähigkeiten 5 Sekunden um 20%. Ein Bogen in der Farbe der Sünden und der Nächte der Illusion. Und der perfekte Bogen für genau. Für Fischl. Also, es ist sehr offensichtlich, ne? Also. Oh. Ja, wir haben endlich mal Stufe 11 des Erlebnispasses erreicht. Das ist erbärmlich. Ach, ich hatte dich noch gar nicht auf C6. Auf meinem anderen Account habe ich den dann auf C6. Ja gut, Gehörschwert. Ehrlich gesagt, dass die... Ach so, nee. Gehua, Schwert, Regen und Bogen. Dass das länger funktioniert, das ist gut. Nitro-Schaden auch ein bisschen verringert. Das ist auch sehr nice. Haben wir hier Nuvelette und Yanfei. Kurz über Yanfei. Sie ist die beste Catalyst-Userin, wenn man, oder Catalyst-User, wenn man Erz abbauen möchte. Einfach deshalb, weil ihr schwerer Angriff oder heftiger Schlag, so der kann wirklich Erz schaden, also auch wirklich stark schaden. Ja, das ist richtig gut. Normal ist so, dass sie 3 Feuerbälle verschießt in einer relativ geraden Richtung und dabei immer ein Flammensiegel generiert, wenn sie etwas trifft. Mit dem heftigen Schlag benutzt sie diese Flammensiegel und erhöht damit einfach Reichweite und Schaden. 15. Nee, genau, bis zu 168. Also zunächst nur bis 150% auf Stufe 1. 168 kommt daher, weil sie mit, ich glaube, 6 kriegt sie ein Flammensiegel mehr. Und das hilft ordentlich. Mit Pakt des Feuers macht sie einerseits einfach nur ziemlich Schaden. Andererseits bekommt sie direkt die Höchstzahl an Flammensiegeln. Das ist wirklich gut. Pakt des flammenden Infernos gibt Yanfei auch jede Sekunde ein Flammensiegel. Ein Bonus für heftige Schläge und macht beim Aktivieren auch nochmal Schaden.
Und wenn man sie C4 auf C4 hat, dann generiert es auch einen Pyroschild. Der ist nicht besonders stark. Sie ist halt kein Shielder. Aber es ist nice to have. Ja, Kopplungsklausel erhöht weiter den Schaden. Wachsame Argusaugen. Nochmal mehr Schaden, wenn sie kritische Treffer macht. Aber kritische Treffer, das sollte man nicht unbedingt draufgehen. Sie ist kein Charakter, der Crit-Schaden macht. Trotzdem, ich mag sie echt sehr. Meiner Meinung nach auch die spaßigere Klee. Ja, dann Nuvillette. Okay. Angriff und Verteidigung von ihm sind deutlich schwächer als bei Yan Fei. Aber das bleibt natürlich nicht so. Und für ihn braucht man. Ach, von dem Fontemer-Einhorn. Und transozeanische Perlen. Genau, das war ja das gleiche wie bei Dings. Junge Jane ist von der alten Geodrachenechse. Ja, okay. Wie stille Wasser. Nuvillette schwingt sein Zepter und treibt die Wellen dazu. Genau. Der normale Angriff ist aber nicht stark. Der wird auch kaum verstärkt. Genau. Priorität hat er zwar, aber nur wegen dem aufgeladenen heftigen Schlag. Heftiger Schlag, 163,8% Schaden. Aber hält 3 Sekunden lang, okay. Genau, das so war das. Ansonsten, Utrin, ich werde es vergelten. Ein tosender Wasserfall. Aber jetzt, ja gut, für die Quellwassertropfen ist er nice. Ansonsten eher Beiwerk. Und, oh, Gezeiten, ich bin zurückgekehrt. Das macht Schaden. Aber basiert halt auf seinen maximalen Lebenspunkten. Und daher, ja, muss man sehen. So. C1, ich. Ach, genau. Das unterstützt seinen heftigen Schlag. Ja. Wir machen jetzt einfach mal ein schnelles Ausrüsten für beide. Feder des Todes, okay. So. Favonius Kodex. Opferrituale.
Ballade des unendlichen Blause. Die würde ich ehrlich gesagt wechseln. Damit kann Jan Fay deutlich mehr anfangen. Und Nuvillette. Ich werde noch über noch schauen, was für ihn am besten ist. Ich würde jetzt erstmal auf die Landstreichernoten gehen. Momentan würde Jan Fay Nuvillette besiegen, wahrscheinlich. Aber nehmt das besser nicht zu ernst. So, sorry, dass dieses reine Geo-Team wird jetzt aufgelöst. Ich würde sagen, the pleasure is all mine. Ja. Das ist ein Team. Das dürfte nicht besonders effizient sein, aber für diese Folge wird es reichen. Und was dich angeht, du kriegst auf jeden Fall Mitternachtswalzer. Den werde ich noch offscreen verstärken. Moment. Ja. Und so ursprünglich mit ihrer eigenen Waffe. Created another universe and found mine Og of Ertelung reveals unto me the fates of worlds too numerous to count. Ja. I see the value in my own work, but I also see the meaning in all the endeavors of the people of Fontaine. Okay. Irgendwie, es ist so komisch, wenn Nuvillette rennt. Looks like Margaret is talking with those two people over there. Wait, is that Rosaria? Huh? She's standing next to an adventurer Paimon doesn't recognize. Ich frage mich, ob Rosaria hier ist, um mit Katzen zu spielen. Say no more, Valerina. I'll continue to help you out, just as Victoria requested. Look after the cats, check up on their health, give them a bath. These are all things well within my capabilities. That doesn't solve our biggest problem though, Miss Rosaria. The cats have been so anxious. If we can't get them to trust us, they're sure to get sick from all the anxiety. We just opened, and the Furball Fortress is already about to go under. Well, panicking certainly isn't going to solve the problem. The fact is, neither of us has a way with cats. That's not something I can change. Hi, Rosaria! And hello to you too, Miss Adventurer! Sounds like you're all really worried about something. Our cat saviors! They've appeared already! Saviors? Seems a bit sudden, considering we just met. Das klingt nach einem Titel, der uns einen Auftrag bringen wird. I'll try to keep it short. My name is Valerina, and I really like small animals. Recently, I've been trying to set up a shelter for stray cats. I call it the Furball Fortress. I thought it would be a good way to rescue those poor animals that have nowhere to go. Plus, getting them off the streets will improve the overall environment and look of the city. It's a win-win. The sisters over at the church heard about my plans
and sent over the kindly Miss Rosaria to help. I wouldn't exactly describe myself as kindly. I just accepted the assignment from Victoria. After all, I was the only one with any knowledge of medicine, or the spare time to help. Well, it seems like you've got quite the plan, Valerina. Thanks for bringing us up to speed. Yeah. So, what had you so worried just now? Are you short on Mora? Are you missing something you need? No, I've got more than enough Mora. The funds, the location, the supplies, all the various procedures. They've all been settled. The main problem is, the cats. They, keep swatting at me. They're always hissing and swatting. They won't let me approach them, not even with treats. The cats are afraid of me as well. They run away the minute I'm in the vicinity. Oh, Paimon has heard something like this before. There's something about certain people that just makes cats afraid. Huh. Kind-hearted cat rescuer who doesn't get along with cats. Seems like just visiting the cat's tail would be enough to leave you flustered, let alone running your own cat shelter. That's why we consulted an expert. But Miss Margaret wasn't able to offer a solution to our problem. She's short on workers, so she couldn't spare anyone to help us either. She did give us one piece of advice, though. To enlist the help of the Honorary Knight and their trusty helper in white. We had just wrapped up our conversation, and the next thing we knew, you two appeared before us like saviors sent by Lord Barbados himself. Well, Paimon's not sure how much Lord Barbados would know about taking care of cats. But that aside, we've never even worked at a shelter before, but somehow we've been turned into the saviors of the entire operation. Also, das ist so eine Sache. Ich meine, im letzten Event mit dem, ist das schon, mit dem Alchemie-Sachen, das habe ich vergessen übrigens auf dem Account zu beenden, da trifft man ja auch Venti in Begleitung von Diona. Ja, aus irgendeinem Grund scheint seine Allergie bei Diona nicht zu wirken oder zu tragen zu kommen. Also Diona ist kein Catgirl, wahrscheinlich. Weil Venti ist ja allergisch gegen Katzen. Ja. Daher aber auch so eine Sache, wie viel mag der wohl über Katzenpflege wissen? Wahrscheinlich nicht so viel. Naja, machen wir. Even if Paimon has no experience working at a shelter, she's confident she can get on their good side just fine. Like, that's all we need to do here, right? We just need to show Valerina and Rosaria how to get friendly with the cats, and everything else should fall into line. Feel free to focus your efforts on Valerina. Just call me if any of the cats need medical attention. If you all can keep the shelter running with minimal effort on my part, this errand might turn out to be a good use of my time after all. It's better than church activities in any case. Ah, so that's why you agreed to help. You just wanted to shirk your church duties. Well, I guess I should show you around first. Follow me, you two. Let's make our way to the Furball Fortress. Yeah. God, das ist so eine Sache. Der Hund mag es nicht, wenn man ihn nass macht. Sorry. Oh, it's just a regular house. Gotta say, Paimon
interest in the name and everything. This was the biggest space I could find in the city over the past few weeks. The rent is cheap, so that's a plus. A half a year's worth of rent, along with all the cat's tail-inspired furnishings, only cost me a few million mora. Of course, not all of the cats will be staying indefinitely. We plan to offer some of the healthy ones up for adoption. As long as the new future owners prove capable and the cat seems like a good fit, they're welcome to take their new pet back to a loving home. This location is definitely good enough. We could even expand the business one day and start sheltering stray dogs, foxes, or even squirrels. When that day comes, though, I'll probably have to think of a different name. Maybe the Furball and Friends Fortress would be a better fit. I would suggest letting all of this play out first. You still don't know if the customers will even get along with the strays. Huh? Look over there! That cat is staring at us! Oh, it's the little white cat. She's super afraid of people. She ran away when we tried to give her a bath. It took us forever to track her down again. She looks so soft and clean, and her fur is so white and fluffy, just like fresh fallen snow. Wait, that's perfect! We should call her Snowball! Ja, Snowball mit Eistorte übersetzen. Auch Tofu würde gut passen. Oder Pudding. Nein. Those are some good names, Traveler. But Paimon thinks she likes Snowball best. Here, kitty, kitty. That's a Snowball. Good kitty. That's a good kitty. It's been, what, a minute? And you already got the cat to listen to you. Did you see that, Miss Rosaria? She's practically a miracle worker. You really are a cat whisperer. Aw, that was nothing. They may be strays, but as long as you give them a good name and call them with love, you're sure to gain their trust eventually. First things first, though. You gotta pay attention to the way you interact with them. How should Paimon put it? Basically, it all comes down to your demeanor. For example, you can't just stand there trembling in fear, Valerina. If you're afraid, the cats are sure to become afraid as well. As for you, Rosaria, you might want to keep an eye on your, facial expressions? These poor creatures, picked up off the streets, given a name, and they now have a loving home. Fate is kind to even the lost souls who have wandered astray. This city really has brought peace and happiness to us all. Hey, Snowball is snuggling up to Rosaria! Looks like she's not afraid of her anymore. Did Rosaria just smile? Ich habe es auch gesehen, aber wir tun besser so, als ob wir es nicht gesehen hätten. No matter. There are more important things to focus on. Anyway, it's getting a bit stuffy in here. I'm going to go get some air. Call me if you need me. Huh. Paimon thought Rosaria would be happier about that. Please, teach me more of your ways, Honorary Knight. And you too, oh great cat whisperer. We're sure to get more and more strays coming to the Furball Fortress, and I doubt all of them will be as friendly as Snowball. There's still so much I don't know about interacting with them. No problem. Just watch and learn. It's about time we move on to a more advanced lesson. How to get the cats not to just trust you, but to like you. It's all about patience. As long as you put in the effort to get to know them, you'll become best friends in no time. I completely understand. The Furball Fortress is still in its trial phase, so the more I can learn at this stage, the better. Ja, wir müssen jetzt die flauschige Katzenhütte einrichten. Es ist, ich zeig's euch einfach, weil das...
Man geht einfach zu einem dieser Einrichtungsorte, drückt auf Einrichten. Und es gibt eine einzigartige Kombination unter den Sachen hier. Die muss man rausfinden und dann, ja, hat man alles drei. Hat man alles voll. Und zwar perfekt. Und ja, das soll man halt schaffen. Es ist, ja. Genau. Und dann die Katze füttern. Ja, ich habe das halt schon gemacht und jetzt sehen wir auch direkt die zweite Katze. Und der dritte Ort. So. Ah. Ja, ich weiß nicht mehr perfekt, wie das war, aber es ist nicht schwer. Und es ist wirklich... Es sind wirklich extrem leicht verdiente Mora. Also... Allein das einzurichten gibt einem 40 Mora jedes Mal. Nicht 40 Mora, 40 Urgestein. 20.000 Mora. Übrigens, wo wir gerade dabei sind, bitte gebt euren Katzen kein Bitte gebt euren Katzen kein Geflügel mit einem Knochen dran. Ganz schlechte Idee. Weder Katzen noch Hunden. Am besten gar keinem Tier. Niemandem. Ah, genau. Jetzt müssen wir mit den Katzen spielen. Ja. 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 Also, wir haben hier Eistorte, Häschen, Grauball und Dusselchen. Die fangen alle auf einer vertrauten Stufe an und die muss man auf anhänglich springen. Gibt zwar auch unzertrennlich, aber ich glaube, das bringt gar nichts. Und wir können ihnen Headpats geben. Das rechte Ohr streichen, das mag sie nicht. Linke Ohr streichen, mag sie ebenfalls nicht. Den Rücken streicheln. Die Animationen dauern übrigens viel zu lange. Den Bauch streicheln. Den Schwanz streicheln, das mag sie aber auch nicht. Ach komm. Ja. Oder die rechte Pfote und die linke Pfote. Ich habe es eben bei den Ohren falsch rum gemacht. So. Bis auf die letzte Katze lieben alle von den Headpads. Also, ja. Bringt das eigentlich was, mit denen zu reden? Ja. Und dann kommen verschiedene Charaktere, wenn man anhänglich erreicht hat. Zuerst Mona.
kriegst auch Headparts. Und das... Das waren die Ohren. Rücken. Bauch. Okay. So. Du kannst dich wieder wegmachen. Ah, die mag nicht am Rücken angefasst werden. Ich glaube, die einzige Katze, die es mochte, am Schwanz angefasst zu werden. Ups, stimmt. Ja. Danke dafür. Jetzt der ganze Spaß noch mit Dusselchen. Was? Dusselchen macht auch keine Headparts. Komische Katze. Aber Ohren streicheln magst du. So. Gut, jetzt müssen wir eigentlich warten. Aber erstmal holen wir uns unsere Belohnungen ab. Ja. Jetzt können wir hier auch mit Mona, Amber, Razor und Fischl sprechen. Wir gehen hier aber jetzt mal ganz kurz raus. Und ich denke mal, es ist jetzt nicht so schlimm, wenn ich eine längere Folge mache. So. Immerhin kam dafür jetzt längere Zeit nichts. Wir hier gerade sind. Ich möchte tatsächlich etwas schmieden lassen in Zukunft. Und zwar einmal den Bernstein-Prototypen sowie fließende Reinheit. Das hat einfach den Hintergrund, dass... Moment. Genau, fließende Reinheit
arbeitet lustigerweise auch mit einem Eid des Lebens. Also ähnlich wie bald Alekino, auch wenn ihr Eid des Lebens direkt in sie eingearbeitet ist und nicht über die Waffe kommt. Und der Bernstein-Prototyp. Der Bernstein-Prototyp ist eine relativ gute 4-Sterne-Waffe für Nuvillette. Gar nicht mal so sehr wegen den Elementarenergiepunkten, sondern einfach, weil er allen Truppenmitgliedern LP wiederherstellt. Und ja, das ist ziemlich gut. Fließende Reinheit einfach für mehr Schaden. Und das unterstützt, wie gesagt, Yan Fei. Unbearbeiteter Katalysator des Kernlands kann man sich auch erkraften. Also, beziehungsweise umwandeln hier. Genau. Mit Traumlösungsmitteln. Durch Gebietssäuberungen. Warum ich die Katalysatorwaffen nutzen möchte, einerseits, weil ich nicht pullen möchte, andererseits. Hatte ich in Erinnerung, dass ich hier auf dem Account auch noch mich für also für Waffen entscheiden könnte. Egal, dann müssen wir das mal irgendwann machen. Also die kriegt man im Dings. Balancing the two is a discipline in its own right. Was ist das schon? Die kriegt man unter anderem hier im gewundenen Abgrund. So, dann wollen wir jetzt mal mit denen reden. Moment. Ach so, stimmt. Stimmt. Da muss ja. Okay, reden wir erstmal mit denen. Miau, miau. Begrüßen sich Katzen wirklich so? Ist die Betonung nicht ein bisschen ungewöhnlich? Miau. Eistorte hat überhaupt nichts verstanden. Mona, versuchst du Katzensprache zu sprechen? Mona, so spricht man es nicht aus. Versuche sie anzubrüllen. Was? Hey, das klingt eher nach einem Löwen oder Tiger. Damit wirst du auch das Kätzchen völlig verängstigen. Melody, Paimon, es stimmt schon, was man hört. Ihr arbeitet wirklich auf dem flauschigen Katzenschloss. Im. Arbeiten ist vielleicht nicht der richtige Ausdruck. Wir helfen nur Valerina und Rosaria aus, eher wie Berater. Wir machen literally everything. Ui, Berater, dieser Titel hört sich mächtig beeindruckend an. Hehe. Was? Sag mal, große Astrologin Mona, möchtest du eine Katze als Assistentin für deine Sternenbeobachtung adoptieren? Nach meinem Wissen über Astrologie sollte es nicht schwer sein, einer Katze beizubringen, Sternbilder zu verstehen. Sie könnte sogar mir ein paar Texte schreiben. Wirft einen Verstuhl. Paimon schaut Eistorte direkt an. Miau.
Vergiss es. Ich glaube nicht, dass dies eine gute Idee ist. Wenn man kein tiefes Wissen über Astrologie hat, kann man nur Texte schreiben, die zu oberflächlich sind, um meine Einsicht zu dem Thema zum Ausdruck zu bringen. Ich glaube, der fehlt dafür auch der Daumen. Wenn ich wirklich eine Assistenz bräuchte, wäre es besser, nach Fontaine zu gehen und eine Sekretärin vom Dampfvogel anzuwerben oder eine Melusine, die sich mit der Schreibmaschine auskennt, nach Mondstadt zu bringen. Ich wollte gerade sagen, was ist mit Sumeru, Liwe oder Inazuma? Aber dann ist mir eingefallen, Inazuma ist wahrscheinlich nicht so dolle, weil dafür müsste sie erstmal die Überfahrt bezahlen können, was, wie wir Mona kennen, sie nicht kann. Liwe hat eigentlich nur eine Buchhandlung und sonst der einzige Schreiber, den sie haben, ist Chinchu und der Kerl hat schon seine eigenen Probleme. Ja. Ich bin gerade am Überlegen, ob Sumeru überhaupt irgend so etwas hat, aber nö, nicht wirklich. Allerhöchstens diesen Archivar, wie hieß der noch? Alhaifan? Keine Ahnung mehr. Ey, die Typen sind so charakterlos. Jeder einzelne von denen, ey. Wirklich. So charakterlos, das. Ah, nee, das ist echt eine Qual. Ich kann mir halt echt keinen davon merken. Ja, und dann haben wir halt Fontaine. Wenn ich wirklich eine Katze adoptiere, wäre Spielen das Einzige, was ich mit ihr mache und vielleicht ein wenig erholen von der wissenschaftlichen Arbeit. Man darf kein schlechter Sampfhut... Oh, komm. Bla bla bla, die Katze... bla. Ja. Ganz ehrlich, komm. Schon gut. Oh je. Hast du was Interessanteres zu sagen? Miau, 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 miau. Was auch immer. Ja. Keine Ahnung. Ich weiß nicht mal, ob ich das vorlesen soll, weil... Es ist halt also. Okay. Katzen, die das Wetter vor. Ach komm. Keine Ahnung, ob es bald regnet oder nicht. Ist mir egal. Razor, was willst du überhaupt hier? Hier gibt's Katzen.
Miau. Ihr seid es. Ich spreche. Sprechen? Sprichst du mit Grauball, Razor? Miau, miau, miau. Grauball will anscheinend sagen, das stimmt, oder? Schnuppert einen bekannten Duft. Sucht Freunde. Sehr gut. Zufrieden. Miau, miau. Der Duft zieht die Freunde an. Du bist auch da. Glücklich. Du duftest nach Wind und Regen. Sehr vertraut. Der Duft der Katze auch vertraut. Paimon, süßer Duft. Gut. Hä? Ach komm, ich lasse das hier einfach nur noch durchlaufen. Ich habe keinen Bock mehr. Eieiei. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Das ist halt. Ganz ehrlich, nicht mal Fischl macht hier eine besonders gute Figur. Ja, zumindest sollten wohl einige aus dem Purpur-Achat-Riemen geflochtene Schaukeln drin sein. Du hast tiefste mehr als gefertigte Kerzen. Was auch immer. Aus. Seinen Namen zu nennen ist ein Privileg sondergleichen. Ja, yeah. Sein Name ist Dusselchen, verehrte Prinzessin. Dusselchen ist nicht der Hellste. Er kann eure gewählte Ausdrucksweise nicht verstehen. Seid bitte nachsichtig mit ihm, eure Hoheit. Warte mal. Unmöglich. Warum bekommt Beimer auch immer solche Anwandlungen, wenn Fischl auftaucht? Schon in Ordnung, ich gehe gleich noch eins drauf. Ich, die große Katzenflüsterin. Oh Gott! Ganz wie erwartet, ihr beiden Katzen. Welch ein rührendes Wiedersehen. Dank eurer klugen Planung lassen sich die Inspiration, die ich bei meinen letzten Überlegungen im Immernachreich gesammelt habe, mühelos in die Praxis umsetzen. Ich gedenke, die Katzengefährten mit dem schärfsten Sinn und dem klügsten Verstand auszuwählen, damit ihr mich auf meinem Weg begleitet. Dusselchen ist raus. Hast du nicht schon aus? Außerdem seid ihr ganz schön schnell unterwegs. Kann so ein Kätzchen da mithalten? Ich durchquere regelmäßig tausende von Welten. Auch wenn die Reisen nicht von langer Dauer sind, so wäre weiteren angenehmen Begleiter, die ein Auge für das haben, was sonst übersehen wird, nichts auszusetzen. Oz hätte auch gern einen Katzengefährten zu spielen, mit dem er sich zusammentun kann, um zu garantieren, dass meine Laune jede Sekunde des Tages so hell wie das Mondlicht ist. Okay. Schade, dass Oz auch im Moment, wo er sich von seiner zugänglichsten Seite zeigt, seine Aura der imposanten Macht nicht vollständig verschleiern kann, was es ihm unmöglich macht, den Katzengefährten nahe zu kommen. Was ist das für ein Quatsch? Sobald Oz den Katzen weniger als 5 Schritte nahe kommt, wird ihr Fell zu Berge stehen und sie blähen sich auf wie schwebende, wie eine schwebende Zauselfrucht, verfallen in Panik und suchen das Weite. Ja. Du
meinst, Urs besitzt eine so ausgeprägte Elektrokraft, dass allen Katzen das Fell in Brand gesetzt werden könnte, würde er... Hä? Brand? Das wird statisch aufgeladen, du... Ja, ein Material, das der Einwirkung von Elektrokraft widerstehen könnte. Da gibt's viele. Was auch immer. Gott. Eigentlich ist Fischl ja immer so ein Garant für interessante Gespräche, aber irgendjemand hat da echt null Bock, aber wirklich null Bock auf irgendeines dieser Events in diesem Update. You should probably give him some space. Get too close and all that swatting might catch you in the face. Oh no, seems like Valerina has run into some more cat-sized trouble. Ja. Sieht so aus, als ob eine Streunerkatze in das Tierheim eingedrungen ist. Das sind doch alles Streuner. Honorary Knight, Cat Whisperer! This big cat just barged in here after Snowball! He must have spotted her when she went out for a walk and followed her all the way back here. Easy, easy. No one's going to hurt you here. All those evil things, all those bad people who forced you to do whatever it took to survive, they can't find you here. You're safe within these walls. You're surrounded by good people now. Their constant hovering might get a little annoying, but it's all for your own good. Just relax. A life of leisure isn't a bad thing, you know. You just have to get used to it. He understood all that? Looks like it worked. Smart cat. Whoa, this cat is way bigger than the others. His coloring looks like fresh squeezed Bulefruit juice. And he's wearing a scarf too! Huh? Looks like there's some sort of design on it. Oh, it's the symbol of the Knights of Avonius! He deserves a name fit for a knight then. He is pretty feisty. How about Sir Pouncelot? You really do have a way with cats. He looks way more at ease now. Paimon thinks you deserve to take the credit this time. Sir Pouncelot seemed to calm down right after everything you said to him. Ja, du verstehst dich immer besser mit Katzen, Rosaria. It doesn't matter to me either way. Although, the fact that they're cute doesn't hurt. Let Paimon show you how to put Sir Pouncelot completely at ease. Paimon just needs to work a bit more of her magic and he'll be as happy as can be. Ja. Damit ist es dann auch schon abgeschlossen. Ah, stimmt. Jetzt ist hier. Ich meine, die mochte es einfach. Nope, tat sie nicht.
Nee, das müsste richtig sein. Ich meine, der auch. Ach komm, nehmen wir den Hinweis, dass... Ja. Hä? Standhaft und fest, Kristallka. Oh. Ja. Also es ist kein Hinweis, es ist einfach eine Lösung. Keine Ahnung, warum man... Ach, egal. Ja, du kriegst einen Fisch. Stimmt, ich muss ja noch ihre Zuneigung gewinnen. Ich habe das da vergessen. Wie gesagt, sie mag keine Headbutts. Komische Katze. Komm. Ups. So. Damit wäre das Event beendet. Better be on your best behavior from now on, okay? Don't go causing trouble now. Paimon knows you're a sweet, happy little cat. You'll get along with everyone just fine. He's so adorable. I just want to scratch his head and pinch his little cheeks. He does have a certain endearing quality about him. When he's not causing trouble, that is. Huh. I wonder how he got that injury around his eye. The traces of restorative potion indicate that Sir Pouncelot should be in the vicinity. Huh? Oh, it's the traveler Paimon and Sister Rosaria. And you must be an adventurer. I don't believe we've met. It appears Sir Pouncelot has taken quite the liking to you. Super great to see you! But are you sure you're in the right place? I'm assuming the captain of the investigation team is here for some important reason. Captain? He's a captain of the Knights of Favonius? An important officer just showed up without warning. And I don't even have any refreshments or snacks to offer! Please, allow me to explain, sir. I assure you, this shelter is operating under a legitimate business license. All proper procedures have been followed.
Ja. Was auch immer. There's no need to worry. I was simply in the area helping my team address a small issue. Namely, the location of this cat right here. Not too long ago, interim team feline treatment case number 3, Sir Pouncelot, knocked out the weapons officer who was watching over him. He then fled and disappeared into the city. We knew we had to recover him as fast as possible. The cat belongs to the investigation team and even bears the insignia of the Knights of Favonius. If he were to wreak havoc across the city, well, that would hardly be a welcome result for any party involved. Also, gehört er eigentlich zur Ermittlungstruppe? Ja. Sir Pouncelot is capable of knocking out a knight? And what's with all those official-sounding titles you added to his name? Interim treatment case something or other? Is there something else you're not telling us? Well, I suppose I should explain. 2 months ago, Sir Pouncelot got lost in the wild and accidentally ingested whopperflower nectar. Due to certain effects that are not entirely understood as of yet, the nectar caused him to triple in size. Triple? Even regular-sized cats can get pretty bold when they're upset. A cat triple the size? Oh, Paimon bets even a hilly churl wouldn't be enough to scare off a cat like that. So that's what happened. No wonder he was so anxious. For cats, or really any animal that lives in the wild, a larger size doesn't exactly confer many advantages. What it actually does is make their appearance more noticeable and their movements less nimble. Which in turn means living in perpetual danger of exposing themselves to attacks from predators. In other words, it means living in a constant state of fear. Exactly. When Sir Pouncelot stumbled upon our encampment, he looked quite worse for wear. His entire body was riddled with scars, and he appeared exceptionally anxious. That's awful. I guess he had a good reason for all that swatting earlier then. If all that had happened to me, I would be afraid of new people and strange animals too. You don't need to worry too much. The problem has already been solved. I administered a restorative potion to eliminate the alchemical effects of the whopperflower nectar and help him return to a normal size. Although he still might appear a bit larger than the average cat, his current size, at least, should pose no more threat to his quality of life. While in our care, various knights have been taking turns watching over him. In light of his feisty demeanor, Klee decided to call him Sir Pouncelot. We all thought it was quite fitting. We even made him that little scarf as a testament to his time among our ranks. Whoa, Klee and Paimo were totally on the same wavelength with this one! We thought of the exact same name! Great minds really do think alike. Yeah. Sir Pouncelot's extreme level of anxiety and caution around people may be a result of residual trauma from the time of his transformation. You could say he was less than friendly towards the weapons and signals officers on our team. Klee wasn't around that much to entertain him either. However, it appears Sir Pouncelot has taken quite the liking to you. The knights on my team would never have imagined that he could warm up to people like this. Well, they are our dear cat saviors after all. The famed honorary knight and Paimon the Cat Whisperer. No matter how feisty or frightening the cat, after a few minutes with the Traveler and Paimon, they'll be as sweet as can be. If that's the case, then I have a question for you both. Would you be willing to adopt Sir Pouncelot? Wait, really? But doesn't he belong to your team? Well, we did take him in, but it was simply out of necessity. We were always planning to find him a permanent home after his condition became more stable. The investigation team is no place for a pet. We are a combat unit, after all. Any knight he got close to would have to go on assignment eventually. It's hardly appropriate to just leave him at camp, and bringing him on our missions would only frighten him further. All good points.
He's been through quite the ordeal already. For a creature like that, it's best to keep him away from potential triggers. That way he can slowly recover in peace. We could set up a nice cozy little home for him in the Serena Teapot. It has everything he could want! And most importantly, no monsters. Ja, willkommen, Ritter Sprungbold. Der Arme wird im Inventar versauern noch schlimmer als meine Pokémon auf der Box. Thank you so much, Albedo. Oh, no need to thank me. If you find yourselves with some time on your hands, maybe you can bring him by the encampment sometime. That was so touching. I can't believe I got to witness such a special moment. I do believe this counts as the Furball Fortress's first successful adoption. Hey, my veil is not a handkerchief. It appears you enjoy interacting with small animals, Sister Rosaria. I must admit, I find that a bit surprising. Paimon can also sense that you're an animal lover, Rosaria. You definitely have a way with cats. You just haven't realized it yet. After all, it's not a side of you that comes out very often. Snowball warmed up to you right from the start, and you were the one that helped Sir Pouncelot calm down back there. Oh, I didn't really do anything, though. I was just there. Ah, I've got it. I've learned so many useful tips from our dear cat saviors recently. I've decided to extend the shelter's trial period for a bit in order to go over what I've learned. With some effort, I hope I can be a cat whisperer too one day. For now, though, I'll settle for cat whisperer in training. When I open for good, what do you say we run the shelter together, Miss Rosaria? With the two of us, we could rescue every stray in Mondstadt! Hmm, the sister and the whisperer working together! Almost sounds like it was meant to be! Oh, well, this errand hasn't proved to be too troublesome. It's right on work and stress. I suppose I wouldn't be opposed to your suggestion. I don't know much about rescuing stray animals, but this seems to be quite the milestone. Allow me to offer my congratulations. If my fellow knights run into any strays, I'll be sure to tell them to send them your way. Thank you, thank you, thank you! I really can't thank you all enough for your support! Don't worry, the trial phase of the Furball Fortress could not have been more successful when we opened for good. Now that's what Paimon calls a successful commission! Rewarding in more ways than one! Paimon for the Furball Fortress to open for good! Ja, und damit ist der ganze Spaß hier auch vorbei. Spürt ihr diesen Spaß? War das nicht toll, was ihr hier erlebt habt? Aber ja, jetzt habt ihr gesehen, ich bin schon ein bisschen länger da dran. Und ja. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich bin froh, wenn diese wenn das hier vorbei ist. Also wenn wenn diese Dings vorbei ist. Und ich hoffe, nächster Teil, nächstes Video kommt etwas früher.
Und ja, bis dahin. Oh. Schade, ich kann nicht darüber fliegen. Und hier hat es leider auch keinen Effekt. Aber ja, okay. Komm. Wenn wir aber schon hier sind, dann. Okay. Der springt anders als die anderen aus hier aus Fontaine. Ich meine, passt zu seiner Persönlichkeit. Aber man sich trotzdem fragen darf, warum so ein warum er ja so etwas machen sollte, aber okay. Ich glaube nicht, dass es was wird. Komm. Moment. Wieso macht die so viel Schaden? Wieso hat die da gerade so viel Schaden gemacht? When the tide comes in, I shall return. Okay. Trotzdem, komm. Jetzt wird aber mal Zeit, das hier zu beenden. So. Haha. Und ich würde sagen, damit verabschiedet sich die Prinzessin des Immernachtreiches. Und Gruß, Zynos-Fan.